Herzlich willkommen bei FiberOne. Wie verbinde ich meine alte Fritzbox mit dem Medienkonverter? Nachdem du den Konverter in unserem Shop bestellt hast, erhältst du von uns einen Medienkonverter mit SFP-Modul, einem Glasfaserkabel und einem Netzteil für den Medienkonverter. Zunächst steckst du das SFP-Modul in die vorgesehene Öffnung des Medienkonverters. Anschließend werden die Staubschutzkappen auf beiden Enden des Glasfaserkabels entfernt und das Kabel mit einem Ende in das SFP-Modul gesteckt und am anderen Ende mit dem Glasfaserport 1 in deiner Wohnung verbunden. Dann verbindest du den Medienkonverter mit dem Netzteil und dann mit dem Strom. Nun musst du nur noch das LAN-Kabel mit einem Ende mit dem Medienkonverter und mit dem anderen Ende mit dem WAN-Port oder LAN-Port 1 deiner Fritzbox verbinden. Die Konfiguration der Fritzbox ist ebenfalls einfach und unkompliziert. Öffne deinen Internetbrowser und besuche die Seite fritz.box. Melde dich mit den Anmeldedaten an, die auf der Rückseite deiner Fritzbox zu finden sind. Klicke auf den Menüpunkt Internet und dann auf Zugangsdaten. Beachte, dass die Anordnung je nach Fritzbox variieren kann. Fülle die Felder gemäß den Screenshots in diesem Video aus. Setze einen Haken bei Internetzugang nach dem Übernehmen prüfen und klicke anschließend auf Übernehmen. Nun kannst du deinen Internetzugang unter portal.fiberone.de aktivieren. Möchtest du mehr von uns sehen? Hier sind weitere Videos von uns.